Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, wie man sieht, heute geht es um die Diagnosegeräte. Wir fangen mit dem dritten Platz an. Das hier ist der dritte Platz. Das kleine Top-Down-Gerät. Man kann es ganz gut sehen. Ist durchaus, man kann ihn verwenden, wenn man OBD2 hat. Kann man damit einiges anfangen? Kleinen Moment, gleich wird es angezeigt. Ja, also wie gesagt, die Live-Daten lassen sich auslesen. In Bezug auf den Motor, ne? Also ganz so weit sind wir nicht. Ja, es ist immer noch ein kleines Gerät. Aber, wie gesagt, in Bezug auf den Motor kann man da einiges machen. Und wie gesagt, das ist der dritte Platz bei der Verlosung. Und hier haben wir auch gleich den zweiten Platz. Das ist das Launch Creator Elite 200. Man kommt schon eine ganze Kante tiefer in die Fahrzeugelektronik. Neben OBD2 können wir auch einige Nebensteuergeräte auslesen. Ja, man sieht hier, ich bin im Mercedes. Ja, ja, das ist erstmal grundsätzlich diagnosefähig. Dann kann man das Ding auch updaten. Ist WLAN-fähig. Sieht man, denke ich, in dem Bild auch ganz gut. Ja, und ich denke, man kann mit dem Ding durchaus arbeiten. Für mich ist es jetzt nichts, weil ich habe ganz gerne, wenn ich vorne im Motorraum irgendetwas mache, möchte ich gerne die Ergebnisse auf meinem Gerät sehen. Deshalb mag ich ganz gerne Bluetooth-Geräte. Die Reichweite ist ziemlich in Ordnung, ne? Und ja, das funktioniert ganz gut. Hier sieht man, dass ich gerade einen Fehler ausgelesen habe bezüglich des Airbags. Den kann ich auch löschen. Wenn ich den repariert habe, da ist gerade ein Stecker lose, weil ich unter den Sitz rumgefuhrwerkt habe. Ja, also kommt schon relativ tief rein, muss ich sagen. Und man kann damit arbeiten. Live-Daten etc. wird gut aufgezeichnet. Man kann speichern, man kann Diagnosepläne erstellen, man kann die runterladen. Da ist, sieht man etwas später einen Slot für eine SD-Karte, um das Ding zu speichern. Ja, also man kann wirklich ganz gut damit arbeiten. Also nichts dagegen einzuwenden. Ist natürlich auch ein bisschen begrenzter als alles andere, was man jetzt für 1000 oder 500 Euro kriegt, ne? Natürlich ist das begrenzt. Das ist, ne? Ohne Zweifel, natürlich. Es ist ein kleines Gerät, es ist WLAN-fähig, es ist auf einem, ich tippe mal, dass das irgendwie auf Android-Basis läuft, wie ein Handy. Sieht man ja auch, ne? Dass es wie ein Handy aufgebaut ist, quasi. Mit einem dicken Stecker oben dran. Ja, aber man kann damit arbeiten. Wirklich, man kommt ganz gut damit klar, ne? Da sind einige Dinge möglich, die mit dem Kleinen natürlich nicht möglich sind. Wie zum Beispiel jetzt Airbag-Geschichten und sowas in der Richtung. Ne? Ja, wie gesagt, also man kann einiges machen. Screenshots von den ganzen Geschichten. Jetzt sieht man gleich unten den Slot. Ne? Da kann man jetzt zum Beispiel eine SD-Karte reinsetzen. Da kann man, das Ding kann man am Computer updaten, etc., etc., etc. Also schon gut, ne? Also wir reden hier von einem Gerät, was schon etwas mehr kann. Jetzt sieht man hier die ganzen Fahrzeuge, beziehungsweise die ganzen Marken, die das Ding kann. Ja, jetzt gehen wir auf Mercedes, genau. Ja, das ist durchaus, also ist schon ein amtliches Auslesegerät, ne? Also für den Hobbyschrauber durchaus verwendbar. Man muss ja nicht gleich Millionen ausgeben, um sein eigenes Auto jetzt auslesen zu können.
Ja, das ist der zweite Platz. So, und hier haben wir den ersten Platz, den Hauptgewinn sozusagen. Das ist das Topdon ArtDiag 800 BT, also Bluetooth fähig. Das kennt ihr aus meinen Videos, denke ich mal. Ist wesentlich präsenter gewesen in letzter Zeit. Ja, das ist ein sehr gutes Auslesegerät, muss ich sagen. Die Defizite sind ehrlich gesagt im nicht wahnsinnig wichtigen Bereich, finde ich persönlich. Das, es ist, sagen wir mal, der Kfz-Mechaniker, der zu Hause noch an Autos arbeitet, kann damit einiges anfangen. Wie man sieht, die Live-Datenaufzeichnungen sind wirklich gut. Ne? Das, ja, man kann damit arbeiten. Man kann wirklich damit sehr gut arbeiten. Natürlich sind bei 400 Euro Preis jetzt nicht unbedingt alle Möglichkeiten gegeben. Natürlich nicht. Also das eine oder andere wie die Aktivierung von Bauteilen, natürlich nicht. Aber wie gesagt, man sieht es hier, der Datenstrom läuft wirklich sehr flüssig ab übers Bluetooth. Über diesen Dongle, der im Gerät integriert ist. Ihr kennt das Gerät, ne, von meinen Videos. Also was man da alles auslesen kann, ist schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ich persönlich finde das, also ich konnte damit sehr gut arbeiten. Man kann Bremsen entlüften, man kann die Bremsen zurückstellen, wenn man eine elektronische Handbremse hat. Und das geht alles. Ne? Also man kann wirklich flüssig damit arbeiten, dass die, ne, die durchschnittlichen Reparaturen und Diagnosen funktionieren mit dem Ding einwandfrei. Ja, das ist ein wirklich gutes Gerät. Meine Meinung. Ne? Ja, Entschuldigung. Gut. Also, man kommt auch bei etwas moderneren Fahrzeugen, hier hatten wir den BMW zum Beispiel, der mit dem platten Motor, das geht. Also man kommt rein, man kann damit arbeiten und kein Problem. Jo. Und jetzt wünsche ich viel Glück, die Ziehung folgt. So, hier haben wir die drei Geräte, der dritte Platz, der zweite Platz und der erste Platz. Und hier haben wir einen Hut voll Nummern auf Zetteln. Ne? Man sieht nicht, was draufsteht. Zur Transparenz. Ich habe alle Zahlungseingänge quasi von 1 bis 86. 86 Leute haben bestellt. Tassen bestellt. Ne? Durchnummeriert. Die Leute, die definitiv nur eine Tasse haben wollten und das so mitgeteilt haben, habe ich wieder rausgenommen aus dem ganzen Nummernpool. So. Und jetzt Platz Nummer 3. Habe ich jetzt eine Nummer? Habe ich. Platz Nummer 3. So. Platz Nummer 2. Und der Hauptgewinn. Ich muss gleich in der Liste nachgucken, also erwartet jetzt bitte nicht, dass ich einen Namen rausschmeiße. Das funktioniert so nicht. Und der erste Platz. Den schmeiße ich wieder rein, weil ich... Nein, war ein Scherz. Gefiel mir nicht, der Zettel. Nein, okay. So, der Rest wird vernichtet. Das sind die drei Gewinner. Und jetzt werde ich gleich mal in der Liste gucken, wer ist. Das werden wir jetzt gleich verkünden. Okay. Wir haben die Dinger jetzt komplett durchgezählt, dreimal durchgezählt, viermal durchgezählt, anhand der Nummern, die jetzt hier auf den Zetteln stehen. Der dritte Platz geht an Thorsten Sickert. Herzlichen Glückwunsch. Schicken wir morgen sofort raus mit deiner Tasse zusammen. Der zweite Platz geht an Lutz Barthe. Auch herzlichen Glückwunsch. Ganz wichtig, schick mir bitte deine Adresse, die hast du nämlich vergessen bei der Überweisung. Hm? Sonst kann ich den nicht rausschicken. So, der erste Platz geht an Arndt Bäumer. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Adresse habe ich, da ist alles super gelaufen. Noch eine Bitte, alle, die eine Tasse bestellt haben, gucken bitte.
mal Ihre Überweisung nach. Ich habe viele Adressen nicht. Kostet ein bisschen viel als Hinweis in der Überweisung. Ja, die Gewinner sind drauf. Ja, ich hoffe, dass sich die Gewinner freuen und die anderen nicht so enttäuscht sind. Eure Tassen gehen ab morgen raus. Ab morgen kriegen wir das alles mit dem Versand auf die Reihe. Leider sind unsere selber gebastelten Kartons nicht versandfähig. Ja, hätte ich mir dann vorher denken können. Ja, morgen bekommen wir Verpackungen. Die Leute, die die Diagnosegeräte gewonnen haben, bekommen natürlich einen größeren Karton. Die haben wir schon, aber morgen Mittag kommen Versandkartons für die Tassen. Spezielle. Ja, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß. Wenn Fragen zu den Diagnosegeräten sind, meine WhatsApp-Nummer werde ich dabei legen. Wie gesagt, ist nur eine reine WhatsApp-Nummer, da kann man nicht mehr drauf telefonieren bzw. drauf anrufen, aber wenn irgendwelche Fragen auftauchen sollten mit Registrierung, mit ja, manchmal ist es unnötig kompliziert, mit den Dingern umzugehen. Und ja, man kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Ich habe das auch schon hinter mir, dass man teilweise mit den Updates da nicht klarkommt oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, was soll ich sagen? Der Community kann ich nur danken. Wir haben jetzt ich habe jetzt über 7000 Abonnenten. Das ist unglaublich. Das Gewinnspiel ist dann quasi, ja, weiß ich auch nicht, ein Dankeschön. Wirklich ein Dankeschön, dass ich den Kanal hier betreiben kann. Dass ich so viele Abonnenten habe, dass ich so Aufrufe habe, dass ihr meine Videos schaut. Vielen Dank. Wirklich vielen Dank. So, dann komme ich mal langsam zum Ende. Ich wünsche euch, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video.